Halt, stopp. Erst das Intro. So einfach wie geschmacklos. Shit. So, ich habe hier noch ein paar schöne Taschenmesser. Messer-Reviews sind scheinbar ziemlich beliebt im Internet. Das war wirklich ein gutes gewesen. Also relativ teuer. Ich würde sagen, das dürfte damals um die 30, 40 Mark gekostet haben. Jetzt wahrscheinlich viel weniger, kommt ja eh aus China. Was steht oben? Ah ja, von Firma Magnum. Gibt es eigentlich immer noch. Oh, kann man schon sehen. Ich habe es eigentlich gekauft wegen der Sägezahnung hier vorne. Es ist wirklich scharf und ziemlich hochwertig verarbeitet. Klinge hat kein Spiel. Man kann ja wackeln und hebeln, wie man will. Die sitzt wirklich fest im Messer. Und vorne drauf drücken, einschnappen. Ja, ein richtiges Einhandmesser könnte man sagen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch erlaubt ist. Aber draußen rumlaufen dürfte er damit eigentlich sowieso nicht. Versteht sich von selber, würde ich sagen. No? Für mich ist es auch bloß interessant. Naja, wegen dem Sammeln. No? Gürtelhalterung ist heutzutage sowieso meistens dran. Aber hier würde ich ganz stark behaupten, das ist eine beidseitige Gürtelhalterung. Wenn man die Schraube tauscht, kann man den Clip bestimmt auch auf die andere Seite schrauben. So, dann, den Löffel wollte ich eigentlich nicht zeigen. Warum liegt der dazwischen? Wir wollten ja Messer vorführen. So, interessantes Messer ist das eigentlich auch nicht. Ich würde stark behaupten, das habe ich mal umsonst bekommen, vom Polenmarkt. Das wird damals irgendein Geschenk gewesen sein. No. Das mit dem Holz fand ich ganz interessant. Das ist sogenanntes Mehrschichtholz. Das wird erst aufeinander geklebt, danach geschliffen. Sieht man auch so ein bisschen, wie es. Ne? Und dann wird das aufgenietet und dadurch ergibt sich der bunte Effekt. Naja, aber es schneidet, das reicht aus. Wie man an der Klinge erkennen kann, wurde es wirklich benutzt. Alle Messer werden eigentlich immer von mir durchgetestet. Das hier ist ein gutes, das war teuer. Firma Mammut aus Solingen, ganz bekannt eigentlich. Ich habe es damals bei Böker gekauft, im Katalog würde ich stark behaupten. Link ist übrigens noch nicht in der Beschreibung. Das müssen wir erst klären, wie das überhaupt funktioniert. So, ja, das ist echt scharf. Da können wir vielleicht mal einen kleinen Schnitttest machen. Schönes Blatt Papier. Irgendwann mal austesten. Das Ding lag wohlgemerkt 10 Jahre in der Garage. Naja, probieren wir es mal aus, warum? Ja, Ritsch, Vorführeffekt. Oh, das sollte nicht passieren. Schneiden wir raus natürlich. Ja, seht ihr? Wenn man da ein bisschen mit Gefühl rangeht, kann man die Klinge wirklich so, die ist ja auch nicht so lang. Zack. Also, ich habe da noch nicht den richtigen Dreh, was habt ihr gesehen? Die hat übrigens sehr gut funktioniert. Man sollte eigentlich so kleine Streifen abschneiden können. Naja, habe ich nicht so einen richtigen Finger dafür. Aber jedenfalls ist es wirklich sehr hochwertig gewesen. Das Holz ist schön eingepasst. Naja, Spaltmaße, weiß ich nicht. Darauf habe ich früher auch nicht geguckt beim Kauf. Schönes Holz musste drin sein, scharfe Klinge, interessante Form. Und irgendwie fand ich die Form wirklich interessant von dem Messer. So, hier haben wir noch was Interessantes. Kann ich auch nicht sagen, wo das herkommt. Aber ich glaube, das ist ein Fake. Die Form, besonders hier von der Klinge, diese Stufen hier hinten, das könnte von der Firma Frost Cutlery sein, aber es ist definitiv nicht von denen. Das würde sonst draufstehen. Also ich habe sie gekauft wegen der Klingenform. Vollstahl, Messing-Einlage in der Mitte. Sieht ganz interessant aus, die kleinen Streifen. No. Scharf ist es nicht. Naja, ich würde sagen, ich muss sowieso alle Messer nach und nach nochmal nachschleifen. Dazu kann man mal ein kleines Video machen, wenn es jemanden interessiert. Als nächstes, was interessant ist, das soll eine Rasierklinge darstellen. Wie gesagt, bei dem Originalmesser gibt es das in der Ausführung so. Nur die Fräsungen sind ein bisschen anders hier vorne. No? Okay. Und dann habe ich hier was,
Wenn da einer was weiß, kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben. Also ich behaupte mal, es ist eine Pommesgabel. Flaschenöffner kennt jeder, das weiß ich. Aber das hier vorne, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ich glaube, naja, wenn man irgendwo in der Wildnis ist und sich mühsam nach vielen Stunden Arbeitszeit ein lecker Pommesfrühstück zubereitet hat, kann man das dann damit zu sich nehmen. Also wie gesagt, wenn jemand was Genaues weiß, schreibt es bitte drunter. Aber ich würde sagen, das ist polnisch. So, das waren wieder mal 4 Messer aus der Sammlung. Können wir für heute einen Cut machen. Tschüss!